So, ich habe darüber nachgedacht, die Sicherheit doch mal beginnend etwas zu erhöhen. Und dafür habe ich jetzt hier meinen Zertifikatsservices aktualisiert, respektive installiert. Die Zertifikatsdienste sind ja Bestandteil vom Active Directory. Und durch meine Installation und Konfiguration bin ich jetzt in die Lage versetzt worden, meine Umgebung so zu gestalten, dass meine Zone als sicher anerkannt wird. Ich habe also hier das Zertifikat verwendet, um die Signatur auf dem Domain Name Services zu installieren. Das Zertifikat selber wurde nach Standard installiert und von mir mithilfe der Gruppenrichtlinienverwaltung verteilt. Ich habe das nach Standard konfiguriert, habe gesagt, hier, da ist meine entsprechende Konfiguration und die habe ich so aufgebaut, dass an alle Computer innerhalb der Domainstruktur das Zertifikat verteilt wird. Das ist der erste Schritt, um eine bessere, sicherere Umgebung zu schaffen. Das ist keine perfekte Sicherheit, gar keine Frage, aber es ist ein guter Schritt, um auch lokal Sicherheit zu erhalten. Momentan wird das gesamte System noch abgedatet, mithilfe von Microsoft Windows Update lokal, aber auch hier bietet sich natürlich an, später vielleicht über WSUS, Windows Update Services oder andere Tools entsprechende Updates reinzufahren, die automatisiert installiert werden. Momentan habe ich hier die lokale Installation bereitgestellt und hier könnte ich jetzt sagen, ich möchte alles haben und natürlich möchte ich das selbstständig haben und ich möchte diese Informationen verwenden, sodass also die Update-Umgebung sehr sinnvoll momentan lokal funktioniert. Des Weiteren habe ich natürlich selbstverständlich die Windows Firewall aktiv in der Domäne, denn hier haben wir ein bisschen Grundschutz inklusive der Möglichkeit der Viren. Und hier aktivieren wir die Viren- und Bedrohungsschutz, damit auch hier der letzte Punkt der lokalen Sicherheit hier über den Defender Antivir bereitgestellt wird. Der Defender Antivir ist natürlich von jedermann selber zu entscheiden, ob er denn eingesetzt wird oder nicht. Ich habe das letzte Mal bei RV-Test geschaut. Das ist schon einiges her. Deswegen gucken wir mal hier Windows-Virenschutz, wie denn sich momentan der Windows Defender verhält. Er kriegt dreimal die 6, ähnlich wie alle anderen oder viele andere Virenscanner hier auch. Also ich fahre momentan mit diesem Antivirus-System sehr gut und kann mit ihm auch sehr positiv umgehen und arbeiten. Remote Desktop ist noch aus. Ich bin am Überlegen, ob das denn Sinn macht, hier entsprechend einzufahren. Aber wir haben ja auch noch hier meine zweiten Domänen-Controller. Wenn ich von hier aus dann direkt umschalten möchte und hier die Remote Desktop-Verbindung zu öffnen, dann muss ich sie natürlich aktivieren. Auf dem zweiten macht es dann irgendwo natürlich selbstverständlich Sinn,
das entsprechend einzurichten. Augenblicklich ist das noch nicht der Fall. Sicherheitstechnisch bin ich noch nicht bereit gewesen, den Best Practice Initialize zu starten. Der bringt manchmal Meldungen, die sind nicht so aussagekräftig, und er bringt manchmal Meldungen, die sind schon sehr merkwürdig. Beispiel, ne, wenn der Domain Name Services automatisiert installiert wird, steht 127.001 an erster Stelle, also Localhost. Da sagt dann der Best Practice, oh, das ist keine gute Idee, das so zu tun. Und wir haben ja hier die Alternativvariante. Und ich denke mal, den nehme ich mal mit nach oben. Das ist mein Bind, der dort sinnvoll seine Tätigkeit verrichten darf. Man muss es später mal überprüfen, wie sich das denn auch mit dem File-Servern verhält. Und wir sind ja mittlerweile in einem sinnvollen File-Server-Umfeld. Wir haben überall nur 2 GB. Das ist vielleicht für ein Netzwerk, was wir hier als produktiv bezeichnen, möglicherweise etwas zu wenig. Das mag sein. Hier möchte ich aber jetzt nur mal überprüfen, ob denn mittlerweile Zertifikate für Computer verteilt worden sind. Ich habe das jetzt lange genug am Laufen gehabt, und von der Seminar AG ist das entsprechend verteilt. Und selbstverständlich haben wir hier ja noch den Admin Center PC laufen. Und hier können wir ja nochmal über die Updates schauen. Wir befinden uns hier auf dem Filer 02. Und er guckt mal nach den Updates. Das ist ja mein Weg gewesen, um das Core-System, was ansonsten ja komplett mit der PowerShell administriert werden kann, hier über diese Oberfläche des Admin Centers zu administrieren und aufrechtzuerhalten. Ja, da haben wir jetzt ein Update für Windows Defender. Das ist natürlich sehr wichtig, weil wir diese Systeme ja auch als File Services verbrauchen, verwenden und bearbeiten möchten. Und wenn dann eine entsprechende Datei abgelegt wird, dann wäre es ja möglich, dass eine Datei mit Viren verseucht abgelegt wird und das gesamte Netzwerk kompromittiert. Aber das war ja eben erfolgreich. Wir sehen es hier, wurde erfolgreich installiert. Also das klappt gut. Die Sicherheit muss natürlich dabei immer wieder im Auge behalten werden. Und hier haben wir die beiden entsprechenden Umgebungen, sodass wir dort sinnvoll die Sicherheit bewerkstelligen können. Ausblick, ganz klar, wir wollen, in meinem Netzwerk will ich, dass der alternative Server noch andere Aufgaben übernimmt. Nur diese Aufgaben kann er nur dann wahrnehmen, wenn er natürlich auch aktualisiert arbeiten wird. Und man sieht hier 72 Aktualisierungen. Ein schöner Weg, um diese Aktualisierung auch automatisiert zu implementieren, ist folgender Schritt. Wir gehen mal auf das Start und auf System und auf unser JAST und teilen dem JAST mit, dass er bitte die Online-Aktualisierung regelmäßig durchführen soll. Das kann man mit
mit Hilfe von Yast relativ gut bewerkstelligen. Und genau das bestimme ich jetzt. Und um auch hier auf der sicheren Seite zu sein, in der Konfiguration, in der Online-Kategorisierung wird jetzt nachträglich ein kleines Tool installiert für den Automatismus. Und ich möchte hier wöchentlich, ja, gegebenenfalls sogar täglich, alles installiert haben. Deltas vielleicht nicht. Und damit die automatische Aktualisierung in der Zukunft bewerkstelligt haben. Denn wir reden ja hier über Sicherheit. Und Sicherheit kann nur über diesen Weg der permanenten Aktualisierung erreicht werden. Ich mache jetzt noch einmal ein manuelles Update. Hier gibt es jetzt diverse Kernel-Updates für meinen alternativen DNS-Server und einige Pakete. Dahlia, auch ein neues OpenSUSE 15.4 bereitgestellt worden ist, aber das hier ja ein Tumbleweed ist. Der nächste Step wäre, den Proxy-Server zu aktivieren. Das machen wir aber dann in einem Video gemeinsam.